Inwiefern schränkt dich die Verlagsarbeit ein, selber zu schreiben? Ist das so, weil es dann auch zeitlich viel, Puh. viel Raum einnimmt? Ja, also das Buch war ja im Grunde schon fertig, bevor ich jetzt in die Vollzeit eingestiegen bin. Mhm. Zum Glück, sonst hätte ich das, also jetzt Also im jetzt Moment. gerade in der aktuellen, wo du ja in der Startphase bist Genau, sozusagen, also sagst jetzt du, wäre seit es nicht April, möglich seitdem gerade. ich Vollzeit eingestiegen bin, ist nichts. Also da würde gar nichts gehen beim kreativen Schreiben. Da, das muss ich auch erstmal ein bisschen einpendeln. Mit Dienstleistungen, Verlagsarbeit und eigene Schreibarbeit muss man irgendwie so ein bisschen. Muss ich noch so ein bisschen timen. Da geht im Moment leider gar nichts, aber ja, gibt ja auch. Ich habe jetzt schon wieder 10 Kurzgeschichten für den nächsten Sammelband auf dem Schreibtisch und also es gibt ja durchaus genug kreative Arbeit für mich. Geht immer weiter. Was hat Immer dich, weiter. genau, also da sind wir, haben wir einen ähnlichen Weg gerade, Da, den wir ich gehen, wir wollte ja gerade auch sagen, bei euch läuft da neu nicht am viel Start anders. sein. Was war da so eine der Sachen, die dich am meisten überrascht hat? Was oder wo sehr viel zu tun ist, wo du nicht mitgerechnet hast? Gab es irgendwie so ein Teil, wo du sagst, ey, boah, fuck, Alter, dieser Papierkram oder weiß ich auch nicht. Bei uns war es die Gewerbemülltonne, irgendwann hieß es plötzlich. Euer Müll muss irgendwie Gewerbemülltonne. weg. Wie macht ihr das? Keine Ahnung. Ja, viel ist, also Marketing ist natürlich ein viel größeres Feld, als ich dachte. Ich dachte früher und auch so aus der eigenen Starterfahrung, ja, machst du 2, 3 Facebook-Posts und dann läuft das schon, weil die Leute das von alleine teilen. Ja. Aber wenn man das auf ein Level bringen will, von dem man auch leben kann, ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Und nicht zu unterschätzen, einfach, Ja, also da ist wie es ja wichtig das wirklich ist. nicht mit zwei, drei Presseartikel oder so schreiben getan, sondern da im Grunde wäre alleine das Marketing schon eine volle Stelle bei uns. Ja, Und genau. dann nochmal die Herstellung und dann nochmal, also ja, im Grunde, ich hätte genug Arbeit für 3 Leute auf jeden Fall. Ja gut, dann weiß man, wo es hingehen kann an der Stelle. Es war noch eine Frage.